Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim Karrieremodus mit dem FC Hansa Rostock hier bei EAFC 24. Schön, dass du wieder mal am Start bist und wir starten direkt rein. Als nächstes geht es gegen Augsburg. Ich hoffe, wir können hier auch gewinnen, weil, wie wir sehen können, Dortmund hat auf jeden Fall schon ein bisschen vorgelegt. Wir brauchen 3 Punkte, um da auf jeden Fall nachzugehen bzw. nachzulegen und mit einem Punkt wieder auf den ersten zu rücken. Und deswegen würde ich mal behaupten, gar nicht mal so lange schnacken. Was ich aber nochmal gucken wollte, ist nochmal ein paar Scout-Berichte uns anschauen. Weil wir suchen ja immer noch nach einem neuen Torwart. Und Felix Bustos, da kann man ja auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir einfach nochmal ein bisschen hier durchscouten. Rechter Verteidiger, Serginho Dest. Oh, der spielt bei Leicester, okay. Okay. Divine Rensch von Crystal Palace. Okay, klingt auch sehr spannend tatsächlich. Ich hoffe, ansonsten geht's euch gut, meine Lieben. Hier können wir auch noch mal ein bisschen scouten. So, was haben wir hier? Weltklasse-Talent. Matteo Joseph. Cole Palmer. Ja, ja, Cole Palmer ist, glaube ich, richtig krass. Ist aber auch schon jetzt 25. So, wen haben wir hier? Melendo und André Santos. Und Chelsea. Sieht auf jeden Fall ziemlich top aus, was der so für Stats da mitbringt. Okay, und hier haben wir auf jeden Fall auch schon, das sind ja die, wo die Verträge ablaufen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Mason Greenwood ist ja hier tatsächlich wieder. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, der Mason Mount, der reizt mich ja irgendwie. Aber die scheinen auch den Vertrag verlängert zu haben, weil da steht halt nicht mehr dann, dass er ausläuft, ne? Deswegen wild. Wild, wild, wild. Marcel Sabitzer, ja, die scheinen tatsächlich auszulaufen, wenn die dann einfach zu alt sind. Aber die anderen scheinen verlängert worden zu sein. Naja, schade. Gut. Aber dann wollen wir mal in den Spieltag reingehen. Hier, der FCA spielt mit Dorsch und Breithaupt, Jago Bauer, Damen immer noch, Araujo ist verletzt, Füllkrug ist auf der Bank, spannend. Udukai auch auf der Bank. Wer ist denn der beste Scorer? Henrik Araujo, der verletzt ist, haben wir ja Glück gehabt. Niklas Dorsch hat aber auch schon 2 Treffer. Tja, FCA ist ja so ein bisschen unser Problemkind quasi, gegen die wir dann immer spielen. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir hier Punkte ziehen können. Wäre natürlich super nice, aber naja, wir werden es sehen. Abwarten. Wichtiger Defensivspieler ist Akbado. Und Gnotto ist wichtige Offensivkraft. Okay, und dann würde ich aber sagen, können wir eigentlich schon reingehen. Ich muss nur noch mal ganz kurz gucken, was habe ich mir aufgeschrieben? Habe ich mir was aufgeschrieben? Ansonsten, nö, also keiner will unbedingt spielen. Usun ist hier ein bisschen platt. Kann man natürlich verstehen. Hier ist so ein bisschen am Plattiko sein hier. Aber ist in Ordnung. Liegt natürlich daran, weil ich den Trainingsplan noch nicht angepasst habe. Das sollte ich jetzt definitiv mal tun, eben spontan. Trainingsplan und dann Usun. Weil ist natürlich klar, der erholt sich dadurch dann natürlich nicht so gut. So, Kerkis und Jakobsen können schon mal starker Fokus auf Leistung bekommen, weil sonst vergesse ich das nämlich tatsächlich, wenn sie wieder da sind.
So, Anstoß. Ich würde sagen, die Aufstellung bleibt auch einfach so. Und dann soll es auch schon reingehen. Der FC Hansa Rostock empfängt den FC Augsburg um 15.30 Uhr im Ostseestadion. Am 19. Dezember 2027. Schiedsrichter ist Baran Kukaogul. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Tja, da haben wir den kleinen Rekordjäger. Ich bin mal gespannt, ob wir das mit Larsen schaffen können. Wagner, Duck hier ganz klar den Ball geholt. Sehr, sehr gut gemacht. Usun treibt hier den Ball nach vorne, verliert ihn aber schon wieder. Schade. Ignacio, gut aufgepasst hier. Aber direkt der Pass da nach vorne von Augsburg, ne? Heftig. So, Larsson mit der Flanke. Da ist aber niemand. Und hier ist Duck. Oh, sag mal, der nimmt aber den Ball aber auch schön an, ne? Rote. So, Ruben Sanchez. Ruben Sanchez. Pass auf Duck. Larsen! Und da steht es 1:0 für Hansa. Nice. Larsen ist wieder am Knipsen. Er hätte aber auch schon von Duck reingemusst, ehrlich gesagt. Also, den da nicht zu machen, ist ja fast schon eine Frechheit. Aber Duck schießt einfach Damen im Tor ab. Er prallt ab auf Larsen und Larsen macht ihn. Sehr, sehr schön. Nice. 1:0 Hansa. Ja, keine Chance bei dem Nachköpfen von Larsen. Keine Chance. Und Sadilek springt Larsen durch ihn hindurch. 21 Tore in 14 Partien. Das ist so ein crazy Schnitt. Das ist so ein crazy Schnitt. So, Morales. Ich stehe es. Sehr gut gemacht. Nice. Sanchez, ach Mensch, schade, Morales verletzt, ui, das wollten wir ja nicht, ne? So, Sadilek beim Eckball, lässt sich hier schön Zeit, der Kapitän, El Capitano Sadilek, bringt die Ecke rein, aber da ist ja gar keiner, da ist ja gar keiner. Usun, klasse gemacht. Klasse gemacht. Ignacio. Schöner Pass eigentlich von Ignacio. Richtig schön mit Härte. Ja, und es gibt ja auch News von Hansa tatsächlich. Bin ich mal gespannt. Was sagt ihr denn dazu? Was sagt ihr denn zu Hollerbach als Trainer? Als neuen Hansa-Trainer. Und was sagt ihr dazu, dass der Fink wieder da ist? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Würde mich wirklich richtig interessieren. Da passiert ja doch wieder einiges. Ich bin auch mal gespannt, was so die Tage noch passiert. Ob man da schon kadertechnisch ein bisschen Fortschritte machen wird. Ich fand es ja sehr schön, auch wenn Rosbach jetzt nicht der krasseste Fußballer ist. Aber ich fand das Bekenntnis von Rosbach fand ich toll. Und da steht es 2:0. Den zweiten, den macht dann Duck. Schöne Vorlage von Sanchez hier. Sieht ihn wieder mal frei. Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, Rosbach hat in einem Interview gesagt, nee, in einem Podcast, ne? In einem Podcast, glaube ich. Hat er halt gesagt, jo, es fühlt sich halt richtig scheiße an. Er bekennt sich aber zu Hansa. Also der Abstieg fühlt sich richtig scheiße an. Er bekennt sich zu Hansa. Will seine Karriere dort beenden. Ist sehr, sehr glücklich über die Leute, die er da kennengelernt hat. Seine Familie ist da wohl sehr happy. Seine kleine Tochter geht da wohl in eine sehr gute Kita, wie er erzählt hat. Und er will auf jeden Fall dort bleiben und nach seinem Karriereende auch in Rostock bleiben. Es ist so seine zweite Heimat geworden, sagt er. Und ich sag ganz ehrlich,
Herz am richtigen Fleck, der Kerl. Herz am richtigen Fleck, auf jeden Fall. Das hat natürlich sehr das Herz erwärmt für jeden Hansa-Fan, der das gelesen hat. Also wenn ihr da Bock habt, dann lest euch das ruhig auch nochmal durch. Weil so sollte es sein. So einfach dieses, und so sollte jeder Spieler eigentlich für so einen Verein brennen. Ich meine, und man hat ja auch im Prinzip gemerkt, an Rosbach, auch wenn er tatsächlich ja so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar fußballerische Probleme hat, aber an ihm, an dem Einsatz, ne, oder auch an Kolke hat zum Beispiel nie gelegen. Die haben das immer super, super krass irgendwie gemacht. Also, da würde ich mal sagen, hat das an anderen Spielern tatsächlich eher irgendwie gelegen. Aber, tja. Boah, Perez, gut gehalten. Gut gehalten, der FCA, der kommt jetzt so langsam wieder hier. Müssen wir ein bisschen aufpassen, Freunde. Sehr schön, Usun. Und da ist Duck. Duck, schöner Pass von Usun auf Duck. Duck! Und da steht es 3:0. Das lässt sich Duck nicht nehmen. Er ist so abgezockt vom Tor. Das gibt's gar nicht. Ach Gott, Duck und Larsen, die knipsen einfach, wie sie wollen. Wirklich, unfassbar. Wie sie wollen. Keine Chance hier, gar keine Chance. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was willst du da tun, wenn du da als Torwart solche Leute gegen dich hast? Was willst du da machen? Ohne Witz. Duck jetzt hier mit einem Doppelpack tatsächlich in dem Spiel. Eigentlich hätte er ja sogar schon seinen Dreierpack vollenden können. Weil, ja, wie soll ich sagen, das erste Tor, das wollte er nicht, ne? Also, das war so Fairplay. Würde ich mal behaupten. So, Larsen. Der ist schon wieder auf Duck weiter und Duck ist schon wieder durch. Ah, aber da, der Gegenspieler. Oh, Larsen. Holt sich hier schnell den Ball wieder zurück und zieht direkt ab, ey. So. Sadilek sagt Ruhe. Liegt es. Schade. Oh. Dachte eigentlich, das könnte ganz cool werden da, die Ecke, wenn ich da auch mal passe einfach. Ignacio, was für ein geiler Pass von Ignacio. Flanke rein, aber das war wohl nix. Ach Mensch, Aarons holt sich hier den Ball und damit steht es dann zur Halbzeit 3:0 gegen den FCA. Richtig gut, wir können auf jeden Fall happy sein. Wir haben hier so einen kleinen Bug, würde ich mal sagen. Oben rechts, Schütze wechseln, Empfänger wechseln, steht immer noch da. Schade, ich hoffe, das geht gleich weg. Ja, jetzt durchs Pausenmenü, das wäre doch ganz schön, wenn das jetzt einfach mal wegbleibt. 59% Ballbesitz. Guckt euch das an. Ja, also, das ist schon crazy. Da ist schon ein großer Unterschied auf jeden Fall. Hier bisher Duck und Sanchez machen ein Riesenspiel. Liest es tatsächlich nicht so gut. Sogar schlechter als Sadilek und Perez. Sadilek auch? Okay, wild. Ganz wild. Aber wir gehen mal in die zweite Halbzeit, obwohl wir können eigentlich wechseln, ne? Der Usun, der ist schon ziemlich platt, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir gehen mit Leicester nach vorne und und Mohammed geht da hinten hin. So werden wir es machen. Und dann kommt Carlsson vom Dach. Der wird für Rote kommen. Und Sanchez, so werden wir es machen. So werden wir es lösen. Sanchez geht nach links. Carlsson vom Dach geht auf die rechte Seite. Zwei Wechsel in der Halbzeit. Und dann würde ich mal sagen, auf geht es. Zweite Halbzeit. Vielleicht schaffen wir noch das ein oder andere Türchen. Wäre ja fein.
Schade, eigentlich ein schöner... Oh. Das hat mich ja jetzt ein bisschen überrascht, irgendwie, dass wir da noch am Ball... Uiuiuiui, also Augsburg. Junge, was ist denn hier los? Augsburg verteilt auf jeden Fall ganz schöne Geschenke, wenn ich das mal so sagen darf. Noto sieht hier Iago. Iago auch ein krasser Spieler, finde ich. Ziemlich underrated tatsächlich bei Augsburg. Macht eigentlich immer richtig gute Spiele, der Brasilianer. So, Jen. Auf Carlsson. Das war natürlich Katastrophe. Eigentlich wollte ich da tatsächlich auch auf Larsson spielen. Und gar nicht da auf den Stürmer. Also Sadilek, Wahnsinn. Richtig gut den Ball geholt. Kike Barja. Oh, und Perez hält, ey. Richtig gut. Man merkt jetzt auf jeden Fall, FCA hat Bock, ein Tor zu schießen. Kommen richtig gut aus der Kabine. Duck. Ja, der ist einfach zu schnell, der Kerl. Guckt euch das an. Duck. Und damit macht er seinen Hattrick perfekt. 4:0. Das hat sich auch schon wirklich so... Ja, das spielen wir ja jetzt schon tatsächlich die ein oder andere Saison, das ein oder andere Spielchen. Dieser Konter nach dem Eckball und Duck zieht mit seinem Tempo einfach durch und macht ihn dann rein. 4:0, Hattrick von Duck, sehr schön. Glückwunsch an der Stelle. Der Typ, ey, der hat sich jetzt auch die letzten Spiele, also der Knips finde ich ja schon die letzten Spiele fast besser als der Larsson. Was jetzt nicht heißen soll, der Larsson Knips gar nicht mehr, ne? Der zieht auch ordentlich durch, der Kerl. Aber Duck ist nochmal eine andere Hausnummer aktuell, ey. So, probieren mal einen weiten Einwurf hier. Oh, Jen, richtig gut gemacht. Schade, Larsson wollte sich da durchsetzen, schafft's aber nicht, bleibt an seinem Gegenspieler hängen. Oh, Sadilek. Oh. Carlsson vom Dach, richtig gut gemacht. Richtig gut gemacht. Und da ist Larsson auf Liestes. Carlsson, come on. Sanchez. Das war ja nicht geplant. Eieieiei. Schade. Wenn die Flanke ein bisschen genauer kommt. Oh, Sadilek will Tempo machen. Dann machen wir das auch fix. Jen. Schade. Schießt einfach mal drauf. So, Noto, Jen, Noto durchgesetzt. Oh, und dann steht es 4:1. Ach Mann, wir müssen doch auch mal zu 0 wieder spielen. Ah. Ärgerlich, aber gut durchgesetzt von Noto. Und dann sieht er da seinen freien Spieler. Und Morales lässt sich das nicht zweimal sagen. Was eine Einladung und dann vollendet er das Ding auch und dann steht es 4:1. Ist das mies, ey, Freunde. Oh, Liestes, gut durchgesetzt hier. Gut durchgesetzt, Liestes. Schade. So, wir wollen nochmal wechseln, Freunde. Der Liestes, da kommt jetzt der Sieb, würde ich mal behaupten. Sadilek geht raus. Oh, und Fosu Mensah. Carlsson zwar erst gekommen, aber der ist auch schon ganz schön platt, ey. So.
Mohammed beim Eckball. Ui. Yen jetzt Kapitän. Schade, schade, schade. So, Abstoß. FCA Damen kloppt das Ding richtig weit. Und Sieb kriegt den Ball da nicht zu Larsen. Und da ist Sieb durch. Come on. Armin, du Sieb. Und da steht es 5:1. Das lässt sich Sieb nicht nehmen. Obwohl das nicht selbstverständlich ist, weil der braucht ja auch mal die ein oder andere Chance. Aber den macht er dann. Das ist auch wild, ne? Sieb ist ja tatsächlich eigentlich ein richtig guter Joker, aber der hat auch so viele Dinger schon liegen lassen, ey. So viele Dinger. Aber die kriegt er dann auf einmal hin. Sehr schön. 5:1, guter Konter. Und natürlich, wir leben vorne von unserem Tempo. Wenn dann ein Duck, auch ein Larsen ist ja auch richtig gut im Tempo. Wenn dann Duck, wenn dann Larsen, wenn dann Sieb und so einfach durchziehen. Ja, was wollen die Gegner da tun? Was wollen die Gegner da machen? Oh, stark gemacht, Mohammed. Und da ist Mohammed durch. Let's go, komm. Und Mohammed, oh Gott, Damen reißt die Arme hoch und hält das Ding. Mohammed kann hier gar nicht happy sein. Jetzt schießt sie gerade irgendwie die Freistöße oder den Eckball. Giabi sollte schießen. Das ist natürlich totaler Müll. Aber Duck scheint das auch nicht so gut zu können, tatsächlich. Schlechter Pass von Fosu-Mensah. Wenn er da einfach ordentlich durchzieht, ordentlich Tempo macht da vorne, dann bekommt Larsen den schönen Lauf und ist, glaube ich, auch wieder durch. Und wir haben nochmal eine Torchance. Aber wir gewinnen 5:1, Freunde. Wieder mal 5 Tore. Der absolute Wahnsinn. Aber auch wieder mal ein Gegentor. Also die Verteidigung, die kann gar nicht mal so happy sein. Das läuft, wie gesagt, gar nicht mal so gut irgendwie. Schade, schade, schade. Eieieiei. So, wir gucken uns mal die Spielinfo an. 56% Ballbesitz, 15 Schüsse, 99 versuchte Pässe, Passgenauigkeit 86%. Ja, das geht. Spieler des Spiels ist Duck geworden mit seinen 3 Toren, 10,0. Larsen dahinter. Perez, okay, Rote. Karlsson tatsächlich, 5,9. Nur. Spannend. Spannend, wir gehen mal zu den Interviews und stellen uns den Pressevertretern. Mal gucken, welche glorreichen Fragen wir diesmal bekommen. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen jo, sind. Jo, gerne. Dreierpacks sind heutzutage eine Seltenheit. Wie haben Sie die Leistung von Duck gesehen? Ja, Duck ist einfach der Wahnsinn. Absoluter Ausnahmespieler. Wir haben das riesengroße Glück, mehrere von diesen Ausnahmespielern bei uns in den Reihen zu haben. Aktuell, aber Duck auf jeden Fall in seiner Prime. Und das ist eine sensationelle Leistung. FC Hansa Rostock ist bislang in der 11 ohne Niederlage. Gehen Sie davon aus, dass es so weitergehen kann? Darauf dürfen wir uns nicht konzentrieren. Das sage ich, glaube ich, jedes Mal. Und dabei bleibe ich auch. Das zweite Spiel gegen FCA lief besser. Wie hatten Sie sich vorbereitet? Wir waren auf jeden Fall das entschlossenere Team. Hat man das nicht gesehen? Danke, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank für die tollen Fragen. So, und damit sind wir dann immer noch ein Punkt vor Dortmund. Wir können sogar vielleicht die Herbstmeisterschaft klar machen. 2 Spieltage sind noch. Dann ist Winterpause. Und das wäre ja wohl der Wahnsinn, wenn wir Herbstmeister werden. Junge, Junge, Junge. Das wäre ja ein Träumchen. Die letzten 2 Spiele haben wir noch gegen wen? Gegen Stuttgart. Achso, und dann ist schon. Ah, nur noch ein Spiel, dann sind wir schon Herbstmeister. Wahrscheinlich, weil ein paar Spiele verschoben worden sind, ne? Am 22. Dezember tatsächlich zocken wir. Gut, dann simulieren wir doch mal weiter. Und gucken uns mal den ganzen
Bums hier an. Ich wollte auch noch mal ganz kurz Coachverwaltung gucken. Haben wir noch einen Coach mehr freigeschaltet eigentlich? Nee, offene Position 0. Krass, weil wir immer noch mit relativ wenig Coaches so viel machen tatsächlich. Das finde ich wirklich richtig wild. Markenpräsenz. Ja, also eigentlich, das läuft so an sich ganz gut. Nur bei den Finanzen müssen wir auch noch ein bisschen runtergehen irgendwie. Das irgendwie gedrückt bekommen. Auch wenn es sehr schwer ist, weil ich verstehe ja teilweise, dass die Leute mehr Gehalt haben wollen. Spielen ja auch gut. Ich meine, die spielen gerade bei dem Tabellenersten der Bundesliga, ne? Also, man versteht das ja schon. So, Vorbericht schauen wir uns mal an. André Silva vorne im Sturm bei Stuttgart. Ich glaube, das war beim letzten Mal noch nicht so. Waldemar Anton spielt dort noch. Mittelstädt und Stenzel. Nate hat es jetzt wohl auch geschafft in die Startaufstellung. Cool. Matanovic spielt da. Das finde ich eine ziemlich coole Personalie. Morata auf der Bank. Silas auf der Bank. Jong und Maglica. Okay. Rahimi. Ja, und Bueno ist auf jeden Fall der wichtige Defensivspieler und der VfB Stuttgart präferiert auch das Flügelspiel, so wie FCA auch schon. Und wir haben die Möglichkeit einer Pressekonferenz, also gehen wir da doch mal hin und gucken, was wir so gefragt werden. Sie sind sehr gut in die Saison gestartet. Glauben Sie, Ihre Mannschaft kann um den Bundesliga-Titel mitspielen? Ich will es gar nicht beschreien, weil wenn ich das jetzt wahrscheinlich sagen würde, dann passiert es eh nicht. Deswegen, noch kann alles passieren. Wir werden sehen. Tonix, könnte VfB Stuttgart gegen ihre Mannschaft gewinnen? Auf jeden Fall. Jedes Team in der ersten Bundesliga oder in der Europa League oder im DFB-Pokal, in allen Wettbewerben, in denen wir vertreten sind, beziehungsweise nicht mehr vertreten sind wie beim DFB-Pokal, können gegen uns gewinnen. Ist doch völlig normal. Also, möglich ist immer alles. Ihr heutiger Gegner braucht angesichts seiner Tabellenposition gute Ergebnisse. Ist Ihr Team genauso hungrig wie der Gegner? Auf jeden Fall immer. Das ist eine absolut unsinnige Frage. Wir sind immer heiß, wir sind immer erfolgshungrig, wir haben Bock und wir werden alle Körner auf den Platz lassen. So. Deswegen können wir auch direkt reingehen. Wir spielen in der MHP-Arena. Der VfB Stuttgart empfängt den FC Hansa Rostock um 20.30 Uhr, 22. Dezember 2027. Schiedsrichterin ist Frieda Pranzelhain. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir gehen direkt rein. Auf geht's, Hansa, kämpfen und siegen! Jetzt wird bei Duck auch schon vom Wettbewerbsrekord gesprochen, aber da ist, glaube ich, da hat Larsen auf jeden Fall bessere Karten. Und wir legen los, Freunde. Anstoß. Wir gegen Stuttgart. Das kann nur was Krasses werden, Freunde. Mittelstädt. Der jetzige Nationalspieler, aber auch richtig verdient, auch so wie so ein Anton. Also Wahnsinn, was die einfach geleistet haben. Stenzel. Das ist kein Nationalspieler, aber wer weiß. Obwohl, ist das überhaupt ein Deutscher oder ist das auch Österreich oder so? Ich finde, da kommt man ja zwischendurch auch immer so ein bisschen durcheinander, ehrlich gesagt. Da ist man immer ein bisschen irritiert. Manchmal. Rahimi. Oh, stark von Larsen. Richtig gut gemacht, ey. Oh, Usun. Oh, den macht er nicht. Oh mein Gott, was war das denn? Stuttgart schenkt uns einen ein. Das war doch nicht beabsichtigt. Jetzt kommt auch noch Glück dazu. Usun lässt sich hier feiern. Aber der hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Ich meine, der hat einfach nur einen Schuss aufs Tor gebracht, den der Torwart überhaupt nicht halten kann. Und was macht denn der Stuttgarter da? Wer war das? Oh mein Gott, also... Das ist ja eine absolut freche Annahme. Oh mein Gott, den kriegt er nicht. Wie er in die Kamera guckt. Nein! Das war ja unfassbar gerade. Das ist ja... Eieieiei. Was will man da... Ey, stellt euch mal vor, das siehst du als Trainer. Was willst du denn da machen? Was willst du denn da tun? Das war ohne Flachs. Boah, pervers gut gehalten.
Was willst du da denn machen? Rahimi kriegt auch eine gelbe Karte. Also das läuft ja hier für Stuttgart absolut gar nicht. Eieieiei, De Witt. Rahimi. Oh. Junge, Junge, Junge. Stuttgart jetzt doch ganz schön auffällig hier. Die haben auf jeden Fall Bock, uns in die Suppe zu spucken. Wollen wohl nicht, dass wir Herbstmeister werden. Haben da nicht so viel Bock drauf. So, Rote. Oh, was ist das denn? Auf André Silva. Der macht hier ein paar Übersteiger. Aber richtig guter Pass auf Rahimi. Oh, und der dribbelt sich hier durch. Und da steht es 1:1. Ah, Mann, ey. Da können wir ihn aber auch nicht vom Ball trennen. Ja, und dann passiert sowas, ne? Dann passiert sowas halt. Oh, Jen. Das gibt's doch gar nicht. Dafür ist Rahimi dann einfach zu gut. Und Torwart-Ecke, ey. Das muss doch Perez haben. Dass diese Scheiße auch nicht aufhört, ne? Dass diese... Ah, dass dieser Müll einfach nicht aufhört. Jo, Larsen, Larsen, Larsen. Oh mein Gott, das ist nicht passiert. Das muss doch das 2:1 sein. Er setzt ihn daneben, ey. Bitte, was? Und da ist schon wieder Rahimi. De Witt. Thielmann. Perez hat den aber, Gott sei Dank, ey. Das sind ganz schön knappe Sachen hier, Freunde. Ah! Stuttgart, doch, die kommen, ey. Die kommen auf jeden Fall. Und Dortmund führt 1:0. Rote. Richtig klasse gemacht. Oh, starker Pass auf Sanchez. Sanchez. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Was war das denn? Oh, gegen den Pfosten schießt Sanchez und danach nochmal. Das kannst du dir ja nicht ausdenken, Freunde. Oh mein Gott, Rahimi. Boah, starke Grätsche von Inacio. Starke Grätsche von Inacio. Ist zwar sehr hart gewesen, I know, aber richtig gut gemacht hier. So, Sanchez. Manu, kommt schon. Nochmal das Tor. Oh, der liegt immer noch, der Rahimi. Eieiei, da haben wir ihn aber böse erwischt. Eieiei, das muss Inacio natürlich ein bisschen leid tun, ehrlich gesagt. Aber ist da halt in den Ball gegangen eigentlich, ne? Gucken wir uns das nochmal an. Oh, Junge. Junge, Junge, Junge. Kam natürlich sehr plötzlich gerade. Er muss sogar ausgewechselt werden. Das gibt's doch gar nicht. Schiedsrichterball. Nikolsen kommt. Ist der, den wir da auch... Hat der nicht auch mal bei uns gespielt? Der Name kommt mir ganz bekannt vor, Freunde. Larsen, Larsen. Auf seinen Kumpel Larsen, aber der kommt nicht. Ach man, ey. Mittelstädt. Eieieiei, 1:1 zur Halbzeit, ey. Und Dortmund führt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah, das ist nicht gut, Freunde. 1:1 nur, schade. Und Bueno war das mit dem Eigentor.
Der Kinder Bueno. Leistung sieht hier nicht gut aus, ne? Nee, absolut gar nicht. Die beste Note hat Lars mit einer 6,6. Eieieiei, Freunde. Ey, da muss was kommen jetzt. Spiel fortsetzen, komm. Da muss was kommen. Zweite Halbzeit. Neue Halbzeit, neues Glück. Und wir gucken mal. Oh, Duck. Schade. Probiert's einfach mal. Ansonsten wäre da, glaube ich, der Ball. Ja, das nicht. Das war mies. Das war das von Sanchez gerade. Und vor allen Dingen haute dann das Ding nochmal gegen Pfosten. Ey, das ist so eine miese Geschichte. Ja, natürlich ist das kein Tor. Warum kommt denn da die Torlinientechnik? Also so ein Schmarrn. Wofür brauchst du dafür denn die Torlinientechnik? Ey, ehrlich? Na gut. So, Waldemar Anton. Stenzel. Monatei. Auch tatsächlich mit einer Rostocker Vergangenheit. War ja mal ausgeliehen. Fand den auch gar nicht so verkehrt. Boah, da steht es fast 2:1 für Stuttgart. Junge, de Witt, ey. Muss einfach mehr kommen von uns, ne? Wilder Pass. Eigentlich wollte ich zu Larsen passen. Rote. Rote. Oh Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh, oben links die Anzeige ist auch richtig schön verbuggt. Also das ist ein Bugfest, ne? Teilweise. So. Schöner Pass auf Duck. Duck. Mann, oh. Das war aber auch scheiße von uns gerade schon wieder. Hätten wir viel, viel früher abspielen müssen. Nicholson. Ja, da wäre auch fast dran gewesen, ne? Wie stehe es? Ne, Usun. Rote. Sag mal, was war das denn für eine Bananenflanke? So, Ekwall Sadilek. Auf geht's, komm schon. Auf geht's, Hansa kämpfen und siegen. Schöne Flanke. Larsen. Ach Mensch. Ah. Usun gefällt mir nicht, ne? Usun gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Bring mal Giabi hier wieder rein. Vielleicht kriegen wir dadurch noch ein bisschen mehr Stabilität im Mittelfeld, wenn wir da nochmal so eine richtige Kante haben. So, Bueno. Oh, Rote, lauf doch. Stark. Stark gemacht, Rote. So wollen wir das sehen. Genau so wollen wir das sehen, Freunde. So, Usun. Boah, was ein Pass auf Larsen, auf Usun. Und Larsen, der macht ihn nicht. Oh mein Gott. Usun, was für ein... Wie geil hat er sich gerade durchgesetzt, bitte. Und dann wechseln wir ihn aus. Oh nein. Das war gerade eine richtig gute Aktion von Usun, ey. Sad. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir auf den Konter aber aufpassen. David. Oh, Sanchez hier, klasse. Klasse. Oh. Oh, Duck. Come on, Duck. Duck, come on. Er ist durch. Duck ist durch. Und er macht es 2:1. Jawohl, genau so wollen wir das. 2:1 für uns. Oh mein Gott, bitte. Herbstmeisterschaft, das wäre so wichtig, ey. Oh, das wäre so geil, Freunde. Duck, einfach der Wahnsinn, wie unfassbar schnell der Kerl ist, ne? Thank you.
Tillmann oder Thielmann nicht gut. Oh mein Gott. Was ein Fehler. Und Perez hat ihn. Ein Raunen geht durchs Stadion. Die waren auch gerade richtig enttäuscht. Junge, Junge, Junge. So, Duck ist ziemlich fertig. Dafür kommt dann Novoa und Siebert kommt noch hierfür hin rein. Nochmal ein bisschen Stabilität hinten reinbringen. Nochmal eine richtige Kante da hinstellen. So, come on jetzt, ey. So, Rote, komm. Zadilek, richtig gut gemacht. Siebert, oh mein Gott. Mittelstädt passt hier auf. Eieieiei, richtig gut gemacht von dem Kerle. Oh nein. Oh mein Gott, Perez wächst hier über sich hinaus. Was war das denn von Inacio? Das war ja gar nicht gut gemacht. Eieieiei. Oh, da behindern sie sich gegenseitig. Was ist denn hier jetzt los? Silas. Sadilek, ey. Sehr schön. Diaby holt sich hier den Ball. Klasse. Larsen geht hier an Freund und Feind vorbei. Oh, Mensch. Da muss er den doch eigentlich nur reinbringen. Auf Novoa, irgendwie. Und wir gewinnen 2-1, Leute. Ich dachte, da kommt jetzt noch eine Endoffensive von Stuttgart, aber sie kam nicht. Ein Glück, also Stuttgart hat uns hier sehr bei der Herbstmeisterschaft geholfen. Das Eigentor war ein absoluter Witz. Und ja, auch jetzt, da hätten sie noch mal ein bisschen offensiver nach vorne spielen können, haben sie nicht gemacht. Und damit sind wir Herbstmeister, Freunde. Mega nice, auch eine wunderschöne Aufnahme. Wer soll das sein? Da stand ja gerade Duck oder so, aber wir sehen nur einen schwebenden Torso. ganz wild, Freunde. Also dieses Spiel ist wirklich ein Bug-Festival gewesen. Das ist ja wunderschön, Freunde, wunderschön. Ja, hier sieht man auch eigentlich ein richtig ausgeglichenes Spiel. Schaut euch mal die Passgenauigkeit von Stuttgart an. Wahnsinn. Duck hier Spieler des Tages geworden. Ja, natürlich wieder mal Joker. Also der Typ, Hammer. Hammermäßig, wir gehen mal zu den Interviews. Auf geht's. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Hansa ist bislang in der 12-0-Niederlage. Da sagen wir dürfen uns darauf nicht konzentrieren. Sie konnten durch das entscheidende Tor im zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. Was war aus Ihrer Sicht heute ausschlaggebend? Ein Duck, ein besser aufgelegter Duck. Ich sag's ganz ehrlich, also das war der ausschlaggebende Punkt. Das zweite Spiel gegen Stuttgart lief besser, wie hatten Sie sich vorbereitet? Ja. Zwei Siege gegen Hansa unmöglich. Haha. Danke für diese kurzen Aussagen. Jo, sehr gerne. Wir haben Post, Leute. Wir haben Post. Spieler ist auskuriert. Miloš Kerkez ist wieder da. Und Inacio entwickelt sich gut. Okay, da können wir auch nochmal auf den Entwicklungsplan gucken. Alter, war der die ganze Zeit auch ausgeglichen? Oh mein Gott, haben wir dem die ganze Zeit keinen Trainingsplan gegeben? Wir sind ja absolute Larrys. Eieieiei, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das bitter. Ist das bitter? Gut, Leute, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann tatsächlich mit der Winterpause. Wir gucken nach neuen Transfers. Es bleibt spannend, also seid dann unbedingt bei der nächsten Folge dabei. Schreibt doch noch gerne ein paar Kommentare rein, welche Spieler ich mir nochmal angucken soll. Ich habe sonst eigentlich einen relativ guten Plan, aber da sprechen wir dann in der nächsten Folge gerne drüber, beziehungsweise da stelle ich euch den Plan vor. Und ja, bis dahin würde ich mal sagen, euch einen schönen Tag, morgen Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao!